Dieses Programm begleitet Sie auf Ihrem Weg. Und die hochwirksamen Worte aktivieren Ihre Kraftquelle Unterbewusstsein. Erleben Sie sich dabei im erfolgten Erfolg und vertiefen Sie die Wirkung durch die Macht der Wiederholung. Und erleben Sie, wie es sich von Tag zu Tag mehr verwirklicht, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben. Sie öffnen sich jetzt ganz weit, lassen die folgenden Worte auf sich wirken und erleben, wie es geschieht. Bevor ich mir ein neues, schöneres Leben schaffen kann, muss ich Raum schaffen, indem ich das bisherige loslasse. Loslassen ist der Anfang aller Wunder. Und letztlich ist Loslassen der Weg zur Vollkommenheit. Denn wenn ich alles Unvollkommene losgelassen habe, bin ich vollkommen. Das Erste, was ich loslassen sollte, ist meine Vergangenheit. Denn die ist ohnehin vergangen und kommt nie mehr wieder. Aber auch das Ärgern, Empfindlichkeit, Schuldgefühle und Enttäuschungen, sodass ich immer leichter durch mein Leben gehe. Ich lasse auch das Urteilen los, die Illusion des Ich und damit Mangel und Probleme und schaffe mir ein positives Selbstbild. Indem ich Krankheit loslasse, entsteht natürliche Gesundheit. Indem ich Mangel loslasse, entsteht Wohlstand und Fülle. Indem ich eine nicht erfüllende Beziehung loslasse, entsteht Erfüllung. Wo immer etwas in meinem Leben nicht stimmt, habe ich etwas loszulassen. Das Abenteuer dieses faszinierenden Lebens, das auf meine Anweisungen wartet, beginnt mit dem Loslassen. Indem ich bewusst denke, bleibt kein Raum mehr für negatives Denken. Wenn ich ein bewusster Schöpfer bin, bleibt kein Raum mehr für ein Opferbewusstsein und damit für Mangel. Wenn ich bewusst erfolgreich bin, bleibt kein Raum mehr für einen Verlierer. Indem ich bewusst glücklich bin, bleibt kein Raum mehr für einen Unglücklichen. Ich lasse auch ganz bewusst Glaubenssätze los wie: Man kann nun mal nicht alles haben. Oder: Es kommt nicht immer so, wie man das gerne hätte. Und ich ersetze sie durch Glaubenssätze wie: Alles ist möglich. Oder: Ich bin von Natur aus ein Gewinner. Oder: Erfolg ist mein ständiger Begleiter. Ich lasse die Vorstellung los, dass irgendetwas nicht klappen könnte. Denn wenn ich die richtigen Ursachen setze, hat das Leben keine Wahl, etwas anderes hervorzubringen. Ein Misserfolg ist von nun an für mich immer nur ein Zwischenergebnis auf dem Weg zum endgültigen Erfolg. Und jedes Vorhaben ist immer erst dann beendet, wenn es erfolgreich abgeschlossen wurde. Loslassen geht ganz einfach. Denn wenn ich nicht mehr festhalte, sorgt die Schwerkraft zuverlässig dafür, dass alles von mir abfällt. Ich lasse das Suchen los und werde so zum Finder. Ich lasse den Ernst des Lebens los, höre auf zu werden und fange an,
zu sein. Ich lasse jede Identifikation los und erwache zu meinem wahren Wesen, zu dem, der ich wirklich bin. Ich lasse alles Unwesentliche los und habe so unendlich Zeit für das wirklich Wesentliche. Ich lasse das Urteilen los und ersetze es durch das Wahrnehmen. Ich lasse sogar das Altern los und lebe bewusst alterlos. Und wenn ich bereit bin, beginnt dieses faszinierende Abenteuer des Loslassens in diesem Augenblick und dauert ein ganzes Leben. Loslassen ist der erste und der letzte Schritt in diesem wunderbaren Leben. Und wenn ich alles Unvollkommene losgelassen habe, bin ich vollkommen. Bevor ich mir ein neues, schöneres Leben schaffen kann, muss ich Raum schaffen, indem ich das bisherige loslasse. Loslassen ist der Anfang aller Wunder. Und letztlich ist Loslassen der Weg zur Vollkommenheit. Denn wenn ich alles Unvollkommene losgelassen habe, bin ich vollkommen. Das Erste, was ich loslassen sollte, ist meine Vergangenheit. Denn die ist ohnehin vergangen und kommt nie mehr wieder. Aber auch das Ärgern, Empfindlichkeit, Schuldgefühle und Enttäuschungen, sodass ich immer leichter durch mein Leben gehe. Ich lasse auch das Urteilen los, die Illusion des Ich und damit Mangel und Probleme und schaffe mir ein positives Selbstbild. Indem ich Krankheit loslasse, entsteht natürliche Gesundheit. Indem ich Mangel loslasse, entsteht Wohlstand und Fülle. Indem ich eine nicht erfüllende Beziehung loslasse, entsteht Erfüllung. Wo immer etwas in meinem Leben nicht stimmt, habe ich etwas loszulassen. Das Abenteuer dieses faszinierenden Lebens, das auf meine Anweisungen wartet, beginnt mit dem Loslassen. Indem ich bewusst denke, bleibt kein Raum mehr für negatives Denken. Wenn ich ein bewusster Schöpfer bin, bleibt kein Raum mehr für ein Opferbewusstsein und damit für Mangel. Wenn ich bewusst erfolgreich bin, bleibt kein Raum mehr für einen Verlierer. Indem ich bewusst glücklich bin, bleibt kein Raum mehr für einen Unglücklichen. Ich lasse auch ganz bewusst Glaubenssätze los wie: Man kann nun mal nicht alles haben. Oder es kommt nicht immer so, wie man das gerne hätte. Und ich ersetze sie durch Glaubenssätze wie: Alles ist möglich. Oder ich bin von Natur aus ein Gewinner. Oder Erfolg ist mein ständiger Begleiter. Ich lasse die Vorstellung los, dass irgendetwas nicht klappen könnte. Denn wenn ich die richtigen Ursachen setze, hat das Leben keine Wahl, etwas anderes hervorzubringen. Ein Misserfolg ist von nun an für mich immer nur ein Zwischenergebnis auf dem Weg zum endgültigen Erfolg. Und jedes Vorhaben ist immer erst dann beendet, wenn es erfolgreich abgeschlossen wurde.
Loslassen geht ganz einfach. Denn wenn ich nicht mehr festhalte, sorgt die Schwerkraft zuverlässig dafür, dass alles von mir abfällt. Ich lasse das Suchen los und werde so zum Finder. Ich lasse den Ernst des Lebens los, höre auf zu werden und fange an zu sein. Ich lasse jede Identifikation los und erwache zu meinem wahren Wesen, zu dem, der ich wirklich bin. Ich lasse alles Unwesentliche los und habe so unendlich Zeit für das wirklich Wesentliche. Ich lasse das Urteilen los und ersetze es durch das Wahrnehmen. Ich lasse sogar das Altern los und lebe bewusst alterlos. Und wenn ich bereit bin, beginnt dieses faszinierende Abenteuer des Loslassens in diesem Augenblick und dauert ein ganzes Leben. Loslassen ist der erste und der letzte Schritt in diesem wunderbaren Leben. Und wenn ich alles Unvollkommene losgelassen habe, bin ich vollkommen. Bevor ich mir ein neues, schöneres Leben schaffen kann, muss ich Raum schaffen, indem ich das bisherige loslasse. Loslassen ist der Anfang aller Wunder. Letztlich ist Loslassen der Weg zur Vollkommenheit. Denn wenn ich alles Unvollkommene losgelassen habe, bin ich vollkommen. Das Erste, was ich loslassen sollte, ist meine Vergangenheit. Denn die ist ohnehin vergangen und kommt nie mehr wieder. Aber auch das Ärgern, Empfindlichkeiten, Schuldgefühle und Enttäuschungen, sodass ich immer leichter durch mein Leben gehe. Ich lasse auch das Urteilen los, die Illusion des Ich und damit Mangel und Probleme und schaffe mir ein positives Selbstbild. Indem ich Krankheit loslasse, entsteht natürliche Gesundheit. Indem ich Mangel loslasse, entsteht Wohlstand und Fülle. Indem ich eine nicht erfüllende Beziehung loslasse, entsteht Erfüllung. Wo immer etwas in meinem Leben nicht stimmt, habe ich etwas loszulassen. Das Abenteuer dieses faszinierenden Lebens, das auf meine Anweisungen wartet, beginnt mit dem Loslassen. Indem ich bewusst positiv denke, bleibt kein Raum mehr für negatives Denken. Wenn ich ein bewusster Schöpfer bin, bleibt kein Raum mehr für ein Opferbewusstsein und damit für Mangel. Wenn ich bewusst erfolgreich bin, bleibt kein Raum mehr für einen Verlierer. Indem ich bewusst glücklich bin, bleibt kein Raum mehr für einen Unglücklichen. Ich lasse auch ganz bewusst Glaubenssätze los, wie man kann nun mal nicht alles haben oder es kommt nicht immer so, wie man das gerne hätte.
ersetze sie durch Glaubenssätze wie alles ist möglich oder ich bin von Natur aus ein Gewinner oder Erfolg ist mein ständiger Begleiter. Ich lasse auch die Vorstellung los, dass irgendetwas nicht klappen könnte. Denn wenn ich die richtigen Ursachen setze, hat das Leben keine Wahl, etwas anderes hervorzubringen. Ein Misserfolg ist von nun an für mich immer nur ein Zwischenergebnis auf dem Weg zum endgültigen Erfolg. Und jedes Vorhaben ist immer erst dann beendet, wenn es erfolgreich abgeschlossen wurde. Loslassen geht ganz einfach. Denn wenn ich nicht mehr festhalte, sorgt die Schwerkraft zuverlässig dafür, dass alles von mir abfällt. Ich lasse das Suchen los und werde so zum Finder. Ich lasse den Ernst des Lebens los, höre auf zu werden und fange an zu sein. Ich lasse jede Identifikation los und erwache zu meinem wahren Wesen, zu dem, der ich wirklich bin. Ich lasse alles Unwesentliche los und habe so unendlich Zeit für das wirklich Wesentliche. Ich lasse das Urteilen los und ersetze es durch das Wahrnehmen. Ich lasse sogar das Altern los und lebe bewusst alterlos. Und wenn ich bereit bin, beginnt dieses faszinierende Abenteuer des Loslassens in diesem Augenblick und dauert ein ganzes Leben. Loslassen ist der erste und der letzte Schritt in diesem wunderbaren Leben. Und wenn ich alles Unvollkommene losgelassen habe, bin ich vollkommen. Diese Worte gehen immer tiefer, wirken immer weiter, aktivieren ihre Kraftquelle Unterbewusstsein und sie spüren und erleben, wie es sich von Tag zu Tag mehr verwirklicht. Erleben Sie, wie dadurch Ihr wahres Wesen, Ihr Leben mehr und mehr bestimmt und Sie so leben, wie Sie von der Schöpfung gemeint sind.